Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Nein, es wird kein Gartenvlog, aber ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht mit etwas Schönem starten. Und zwar wie ich im Dreck wühle und buddel und ein bisschen den Garten ordentlich mache. Es wird ein ganz, ganz spannender Vlog, denke ich, denn für mich oder für uns geht's morgen nach London. Heute ist Feiertag, heute ist Montag und ich dachte mir, wir starten einfach mal mit ein bisschen Gartenarbeit. Ich zeige euch gleich mal so ein paar Sachen, nehme euch ein bisschen mit. Wir müssen den Koffer packen und morgen geht's nach London. Ich freue mich sehr, es wird eine ganz, ganz tolle, aber vermutlich sehr, sehr anstrengende Reise. Und da passt es natürlich, die Vlogging-Kamera rauszuholen. Ich habe mich einmal ganz schnell ein bisschen umgezogen, aber ich glaube, ich werde das Hemd gleich nochmal bügeln. Ich habe mir den Vormittag ein bisschen Zeit genommen, um den Garten ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das ist ja wirklich für mich, das ist so die Möglichkeit, ein bisschen runterzukommen und mal nichts zu machen. Ich habe eine Bildschirmzeit, das ist unglaublich. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern ich hänge natürlich auch wie wahrscheinlich ganz, ganz viele stundenlang am Tag am Handy und recherchiere und swipe durch. Und ich merke da richtig abends, wie ich einfach es nicht kann ich mehr. Ich will auch keinen Bildschirm mehr sehen und dann abends vorm Fernseher oder so Tagesschau, es nervt mich dann. Und irgendwann werden die Geräusche mir dann auch einfach zu viel. Und die Zeit, wo ich draußen bin und einfach nichts höre, außer Vögel und Frösche und Tiere und den Wind, das holt mich sehr, sehr runter. Wir treffen uns gleich mit meiner Familie zum Essen nochmal kurz, denn wenigen Tagen, ich glaube heute, Tagen heiraten wir. Und das ist das letzte Mal, dass Jenny und ich die Familie vor der Hochzeit sehen. Hui, die Zeit verging jetzt wirklich ganz schön schnell, dass ich ganz viel ein bisschen mit vloggen kann und mit filmen kann, aber weiß ich nicht. Also ich bin nicht aufgeregt vor der Hochzeit. Ich heirate meinen besten Freund und das ist eine schöne, das wird ein ganz schöner Tag, aber so die Zeit jetzt davor, die ist doch schon sehr angespannt. Ich habe jetzt auch alles zusammen, der Anzug ist da, die Schuhe sind da, Gürtel, Deko. Wir haben ein kleines Paketchen an die Location fertig gepackt. Das bringen wir jetzt gleich weg, dass es einfach schon die nächsten Tage dort ist, dass sie alles vorbereiten können, damit wir uns nicht mehr darum bemühen müssen, wenn wir dort sind, dass irgendwas aufgebaut werden muss. Sondern sie haben alles, wir müssen nirgendwo mehr was hinbringen. Wir können einfach ankommen und uns entspannen. Ja, ich freue mich drauf. Morgen, habe ich euch eben gesagt, geht es für mich nach London. Eine meiner liebsten, wenn nicht sogar meine liebste Stadt. Ich weiß nicht, ich fühle mich in London immer irgendwie wie in so einem Film. Es ist immer so, es ist ein ganz anderer Vibe. Ich liebe einfach die Stadt und die Leute und diesen Hustle und dieses Wilde, aber dann auch wieder zurückzukommen. Freue ich mich. Es wird sehr, sehr anstrengend. Ich habe es im Gefühl, aber ich freue mich auch drauf. Ich fliege morgen Vormittag von Berlin los und fahre direkt. Also ich lande wieder, habe ich mir ausgesucht, den City Airport. Der ist nämlich so ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer. Von dort geht es direkt für mich zu YouTube, also zum YouTube Headquarter. Dort wurde ich eingeladen. Das ist eine große Ehre für mich. Und wir nehmen einen Podcast dort auf. Ich habe das Ganze so ein bisschen verbunden. Eigentlich wollten wir das ja in Hamburg machen, aber gut, die Deutsche Bahn. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, dass das ein bisschen doof gelaufen ist. Wir nehmen den Podcast auf und dann habe ich den Nachmittag mehr oder weniger dort für YouTube. Abends treffen wir uns schon mit der Gruppe von Amazon, denn eigentlich bin ich mit Amazon da. Da bin ich sehr gespannt, weil ich mit Amazon noch nie zusammengearbeitet habe. Ich nutze Amazon ja schon, also privat. Ich glaube, mein Account ist von 2011. Nee, das ist mein eBay-Account. Ich glaube, Amazon muss aber auch so um die Zeit entstanden sein. Aber aktiv Amazon als Content-Creator zu benutzen, ist für mich recht neu noch. Deswegen bin ich ganz gespannt, was uns erwartet. Das Programm ist voll. Deswegen freue ich mich, den Vlog mitzunehmen. Ich habe mir auch vorgenommen, wieder mehr zu vloggen. Aber es ist immer so schwierig, euch irgendwas zu zeigen. Ich schaue aber im Moment sehr, sehr gerne selber Vlogs von anderen und nehme da ganz viel mit. Und das inspiriert mich dann auch, ein bisschen zu vloggen. Mach mich jetzt einmal fertig, bügel das Hemd nochmal auf. Das sieht ja wirklich nicht mehr schön aus. Und dann geht's los. Mama und Oma treffen. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Hello. Oh, ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus. Und hier sieht's auch schon wieder aus wie nicht so ordentlich. Ich bin gestern hier, hab den ganzen Schrank auseinandergenommen. Wir waren gestern essen mit meiner Familie. Und wir saßen abends hier auf dem Sofa und haben die Sitz
Platzordnung für die Hochzeit gemacht, Sitzordnung, Platzordnung. Und ich habe solche Bauchschmerzen bekommen, das habe ich schon lange nicht mehr. So wie so richtige Koliken. Und dann habe ich was gesucht und habe es dann auch gefunden. Ich habe jetzt hier schnell Wäsche von oben nochmal geholt. Den Koffer packe ich auch gerade. Ich habe extra den großen Koffer heute mit, denn wir haben eine E-Mail bekommen mit: Lasst bitte genug Platz im Koffer. Ich muss aber noch bügeln, Hemden bügeln, die Hose bügeln hier, das Hemd nochmal bügeln. Und dann geht es auch schon los, denn es ist jetzt, ich glaube, 6:30 Uhr. Diese Kramgarage hier. 6:30 Uhr. Und um 9 muss ich hier los. Wir haben ja schon oft besprochen, dass wir hier die Garage ein bisschen überarbeiten wollen. Wir sind jetzt hier schon einige Teile losgeworden. Diese ganzen Fitnessgeräte, die ja noch vom Voreigentümer hier waren, sind wir jetzt losgeworden. Und so einen groben Plan haben wir auch schon. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal die Hochzeit. Und oben haben wir alles renoviert. Und dann wird es Zeit, dass wir das hier machen. Das ist halt, also das ist so ein Raum. Ich bin hier so ungern, obwohl ich so oft hier drin bin. Ich mache hier die Wäsche. Ich habe hier so ein kleines Lebensmittellager. Hier stehen die Fahrräder mit drin. Da könnten wir uns eigentlich für oben dann vielleicht nochmal so einen kleinen Schuppen holen oder so. Dann können die da nämlich hin. Weil da gehe ich auch nicht jeden Tag ran. Und dann können wir den Raum hier echt schön machen. Gut, das tut jetzt aber nicht zur Sache. Ich bügel jetzt einmal schnell. Dann kann ich noch eine Kleinigkeit frühstücken. Und dann geht es los. Ich freue mich sehr. Richtiger random Themensprung jetzt. Sorry dafür. Ich habe ja gerade gebügelt und ich bügel immer unten in der Garage mit der Tür offen und kann dann rausgucken. Und da lief dann eine Nachbarin lang mit ihrem Hund und der Hund wühlte da auf dem Boden rum. Und dann habe ich geguckt und sie so, ihr Müllsack ist zerrupft. Unser gelber Sack wird alle 2 Wochen abgeholt und also gelber Sack ist ja schnell voll. Und wir haben hier bei uns in der Stadt sehr, sehr viele sehr schlaue Nebelcreme. Und die warten darauf, bis die gelben Säcke rausgegangen werden und dann zerpflücken die diese Säcke wirklich bis ins Unermessliche. Und die haben es innerhalb von 20 Minuten geschafft, 2 gelbe Säcke komplett zu zerpflücken. Komplett. Es lag alles überall verteilt. Das heißt, ich habe eben erstmal den ganzen Müll wieder von der Straße gesammelt. Ich wollte jetzt gleich mal bei unserem Recyclingunternehmen anrufen und fragen, ob es in Ordnung ist oder ob es möglich ist, so eine gelbe Tonne zu kaufen. Weil bei uns gibt es keine gelben Tonnen, sondern du musst halt diese gelben Säcke besorgen und die dann einfach raushängen. Aber diese Krähen, die machen das alles kaputt. Komplett zerfetzen die das. Und ich wollte jetzt anrufen und fragen, ob ich eine Tonne kaufen kann. Kostet, glaube ich, 60 € bei Amazon oder so, habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, dass viele Nachbarn genau diese haben von Amazon. 69 €, glaube ich. Ich wollte aber fragen, ob sie die entleeren oder ob ich dann jedes Mal den Sack rausnehmen muss, dann an den Zaun hängen muss oder so. Das ist, womit man sich beschäftigen muss. Ne? Also bevor wir hier eingezogen sind und ein Haus hatten, dachte ich mir so, boah, es wird so schön. Ist es ja auch, aber es sind so Kleinigkeiten, um die man sich kümmern muss. Jetzt machen die erst um 8 auf, dann rufe ich da einmal an. Eingecheckt habe ich schon. Ich sitze komischerweise. Ich liebe es, hinten zu sitzen im Flugzeug. Ich kann nicht vorne sitzen. Also zum Beispiel Eurowings, ne, da wird ja meistens von vorne aufgemacht und dann brauchst du halt Ewigkeiten rauszugehen. Aber ich liebe es, in der letzten Reihe zu sitzen. Da hat man seine Ruhe, da ist es meistens nicht so voll. Und jetzt fliege ich ja nach London an diesem City Airport. Und das sind immer diese ganz, ganz kleinen Flugzeuge. Und da gibt es, glaube ich, auch nur 24 Reihen oder so. Und da ist das Ganze noch ein anderes Feeling. Ich nehme ein Buch mit. Ich bin ja nicht so die Lesemaus. Leider. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Zeit hätte zu lesen und vor allen Dingen auch mehr gute Bücher kennen würde zum Lesen. Natürlich die aus dem Belletti Verlag. Die kenne ich natürlich schon. Aber auch nochmal was anderes. Ich hatte mir letztes Jahr dieses hier gekauft von Lydia Millen. Das ist eine Influencerin aus England. Und dieses Buch, ich habe schon zweimal gelesen, aber und den Podcast, also das Hörbuch gehört. Aber das ist so, so besonders. Das ist nicht so ein, das ist kein Roman oder keine Geschichte, sondern sie erklärt in diesem Buch, und schau ich mal an, wie schön das gemacht ist, wie man mit den Jahreszeiten besser umgehen kann, wie man in der Natur und im Zuge der Jahreszeiten verschiedene Dinge einfach genauer betrachten kann und worauf man achten soll, was einem vielleicht das alles so ein bisschen erleichtert. Und wie peinlich eigentlich. Jedes Mal, wenn ich in eine andere Stadt fliege, dann habe ich eine komplett andere Personality. So, jetzt bin ich mein London Boy, ich bin Country Girl, ich lebe in einem kleinen Cottage in, weiß ich nicht, in den Hamptons oder in den Cotswolds. Und ich dachte mir, ich nehme das Buch einfach mit, weil ich habe 2,5 Stunden Zeit im Flieger, kann
zwangsläufig nicht am Handy sein und ich will ja auch weniger am Handy sein. Deswegen nehme ich mir das Buch mit. Wirklich große Empfehlung. Es ist leider auf Englisch. Auch das Hörbuch ist auf Englisch. Ich habe auch teilweise, weil, also, kleine Buchreview. Das Buch ist in 4 Kapitel aufgeteilt und die 4 Kapitel sind nochmal unterteilt. Und du kannst, und das finde ich so schön, danach jede Saison das Kapitel einfach nochmal lesen und genau dann das mitnehmen, was du brauchst. Jetzt natürlich Sommer. Ich bin hier, bin ich jetzt im Herbst und dann sind auch ein paar Rezepte mit drin und einfach worauf man achten soll und was man im Sommer beachten kann. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und ich habe das Hörbuch gehört und habe dabei parallel mitgelesen, weil es einfach nochmal was anderes ist. Wobei ich es eher besser lesen kann als zuhören kann, weil das Lesen oder das Vorgelesen bekommen ist ja nochmal ein ganz anderes Tempo. Das nehme ich mit, werde ich nochmal lesen, dann lebe ich meine British Fantasy und ja, ich rufe jetzt erstmal beim Sperrhof an. Niemand glaubt mir, dass ich nur 2 Nächte da bin, wenn ich diesen Koffer hier zeige. Ihr glaubt nicht, wie groß und vor allen Dingen, wie schwer das Ding ist. Aber ich bin ehrlich, ich habe es nicht geschafft, kleiner zu packen. Ich habe ja den noch mal in klein. Da habe ich meine Schminktasche, meine Skincare-Tasche und meine Pinsel reinbekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein Anzug, ein paar Schuhe und das war's. Ich kann aber nicht die nächsten 3 Tage im Anzug rumlaufen. Deswegen habe ich mich jetzt für den großen Koffer entschieden. Das sollte passen. 23 Kilo. Schauen wir mal, ob es passt. Ich habe jetzt noch schnell eine Story gemacht, die lade ich jetzt einmal schnell hoch. Und dann mache ich mich auch auf den Weg. Ich muss noch ein Paket wegbringen, richtig cool. Ich hatte mir mal vor Jahren etwas gekauft, was ich einmal anhatte und was ich seitdem nie wieder angezogen habe, weil es einfach nicht meins ist. Es war mir einfach zu viel. Und ich habe das Ende Januar, habe ich das, glaube ich, inseriert, als wir überlegt haben, hier so viele Baumaßnahmen zu machen. Und dachte ich, okay, das Geld, also es liegt halt literally Geld im Schrank und ich trage es einfach nicht, dann inseriere ich das. Und es hat echt vorgestern jemand gekauft und das möchte natürlich sehr schnell haben. Deswegen habe ich das gestern noch verpackt und bringe das jetzt noch schnell zur Post, dass das dann noch schnellstmöglich ankommt. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe gerade schon das Ticket bekommen, werde jetzt ins Parkhaus fahren und dann den Koffer schon mal abgeben. Ihr kennt mich mittlerweile. Ne? Lieber sitze ich 4 Stunden dusselig am Flughafen rum, als dass ich zu spät komme. Und es ist ja nicht mehr EU, deswegen musst du auch eine Passkontrolle und so machen. Ich kann mich ja dann auch noch hinsetzen und was essen, ein bisschen frühstücken, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen schlendern. Vielleicht treffe ich auch jemanden von der Gruppe schon. Wobei ich die Tatsache diesmal gar nicht kenne. Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und ich habe so ein bisschen durchgeschaut. Da steht halt nicht der Instagram-Name drin, sondern nur der Vollname oder Klarname oder ein Spitzname. Kannte ich niemanden. Finde ich aber ganz gut. So kann man einfach auch den Bekanntenkreis ein bisschen erweitern. Wir sind ja hier sehr isoliert in unserem Job. Und wenn man jemand Neues kennenlernt, dann ist das immer eine schöne Sache. Ich freue mich auf jeden Fall. Lade jetzt noch schnell die Story hoch. Und dann geht es los. Ich muss mal gucken, ob ich... Flughafen-Vloggen ist natürlich immer ein bisschen unangenehm. Ne? Ich bin ja so eine Maus, ich will nicht auffallen. Und meistens, wenn ich fliege, bin ich ja eigentlich komplett ungeschminkt. Heute habe ich aber ein bisschen, na, manchmal eskaliert so ein bisschen, da wird es dann doch ein bisschen mehr. Und das zieht natürlich dann immer so die Blicke auf sich und das mag ich irgendwie gar nicht. Aber ich habe halt einen Job heute, ich muss zu YouTube. Und ich bin ja bei YouTube nicht als, weiß ich nicht, als Gärtner, sondern als Beauty-Maus. Und deswegen habe ich ein bisschen Make-up aufgelegt. Zieh mich jetzt an, lade die Story hoch und dann geht's los. Kleines Fahrstuhl-Outfit-Check haben noch mal ein bisschen durch. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so lange warten muss, den Koffer abzugeben. Letztes Mal, als ich nach London geflogen bin, hat es fast eine Stunde gedauert. Es war zu erwarten. Es war super, super viel los bei der Kofferabgabe und dann bin ich durchgegangen, habe mir so einen Slot gebucht, dass ich recht schnell durch die Sicherheitskontrolle komme und dann höre ich auf einmal, Fluggäste nach London City Airport, bitte sofort zum Gate. Ich so, Scheiße, ich wollte mir doch noch was zu essen holen. Dann habe ich einmal kurz nachgefragt, war aber irgendwie wohl ein Fehler, habe mir was zu essen geholt und bin jetzt natürlich schon
55 Minuten zu früh am Gate. Das ist aber völlig in Ordnung. So kann ich hier noch ganz gemütlich mein Wässerchen trinken und einfach ein bisschen entspannen. Ich freue mich sehr. Ich habe gerade schon mal nach dem U-Bahn geguckt, weil ich mich nicht traue, mit den Öffentlichen zu fahren. Also es ist ja nicht Heathrow, glaube ich, und Stansted oder so, sondern es ist ja City Airport und da fährt erstmal ein Bus und mit dem Bus musst du dann erstmal woanders hin. Und das traue ich mich nicht. Nicht vor allen Dingen nicht mit dem großen Koffer. Und U-Bahn kostet, glaube ich, 30 Pfund. Bis dahin, wo ich hin muss, ist in Ordnung. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht darf ich ja bei YouTube sogar vloggen. Es würde mich wundern, wenn ich zu YouTube gehe und nicht bei YouTube vloggen dürfte. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin angekommen, habe mir schnell ein Uber gerufen, warte jetzt hier. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, die warten schon bei YouTube auf mich und dann gibt es sogar ein kleines Lunch und natürlich regnet es. Natürlich regnet das und alle hatten ihre Handtasche oder so eine Regenjacke. Ich habe mir ein Sommeroutfit an, 100% Leinen, ich bin klitschnass, aber das ist okay. Ich habe mir gleich einen Uber geschnappt hier. Der Flughafen ist super, der ist mitten in der Stadt und ich glaube, ich brauche jetzt bis zu Google ungefähr 35 Minuten, je nachdem, ob wir gut durchkommen. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, dass das Essen schon bereitsteht. Ich freue mich sehr. Ich habe heute noch einen Regenschirm aus der Tasche geholt und dachte mir, brauche ich nicht. Brauche ich schon. Hello aus dem Hotelzimmer. Oh, wow, was für eine Anreise. Bin ja direkt vom Flughafen zu YouTube, zu Google und hatte eine echt schöne Zeit, aber ich wollte da nicht filmen. Ich habe mich irgendwie nicht getraut. Ich hätte zwar so ein bisschen gedurft, aber wisst ihr, ich mag es nicht, fremde Leute zu filmen, wenn die nicht wissen, dass man filmt. Und nur weil sie bei YouTube arbeiten, heißt das ja nicht, dass sie unbedingt bei YouTube sein wollen. Ich bin jetzt im Hotel, bin auch schon im Zimmer. Ich bin ein Taxi gefahren, weil es gießt aus Eimern hier. Und eigentlich wollte ich euch eine Roomtour geben, aber das ist der Room. Sehr, es ist süß. Wir sind ja auch recht zentral. Ich habe jetzt aber gar nicht so viel Zeit, die ich hier mit der Kamera... Ihr merkt, ich bin fix und fertig. Ne? Ich habe Durst. Ich habe so einen Durst. Ich habe so Hunger. Wir haben zwar was Kleines gegessen, aber es ist schon 17.12 Uhr hier. Und in Deutschland ist es 18.12 Uhr und ich muss unbedingt noch zu Boots. Ich muss so super drunk. Ich will ganz viel Make-up kaufen. Und es gibt bei Boots gibt es so Migräne-Patches. Die kann man sich auf die Stirn oder auf den Nacken kleben, die kühlen so krass. Und das will ich jetzt unbedingt noch machen. Deswegen setzen wir uns nachher wahrscheinlich nochmal zurück. Ich habe jetzt schon jemanden getroffen, ich glaube Kathi. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Also, ich kann euch gerne das Zimmer einmal kurz zeigen. Es ist wirklich, hey, mein Gott, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ne? Wir sind in London, die meisten Zimmer hier sind klein. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier einmal schon das Bett und dann haben wir hier so einen kleinen Tisch, wo man sich ein bisschen frisch machen kann. Das ist sehr, sehr gut mit dem Fenster hier. Aussicht ist natürlich auch super schön. Ich liebe es ja, in so alte Innenhöfe reinzuschauen. Es war ganz lustig. Ich zeige euch nachher mal den Weg, den ich laufen musste, um bis zum Zimmer zu kommen. Und das Bad ist aber wirklich ganz süß. Hier kann ich richtig schön Content machen. Wir haben hier einen kleinen Spiegel. Schön mit... Ihr merkt das, ne? Ich bin so ein bisschen fertig. Ich glaube, wir melden uns später. Ich packe jetzt einmal schnell den Koffer auf. Mache jetzt einmal schnell den Koffer auf und hole mir meine Jacke raus, weil es einfach auch kalt ist. Ne? Ich friere wirklich. Deswegen hole ich jetzt mein Jäckchen, leih mir einen Regenschirm, packe meine Tasche um und dann gehe ich hier einmal schnell ein bisschen shoppen, bevor die Geschäfte zu machen. Und dann gibt es vielleicht nachher sogar schon einen kleinen Haul. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass ich hier bin und dass ich es jetzt geschafft habe. Oh, Kinders. Ich bin fix und fertig. Fix und fertig. Ich bin gefühlt durch ganz London gelaufen. Klitschnass. Nicht nur nass geschwitzt, sondern auch vom Regen. Es hat so geschüttet. Aber ich war, würde ich sagen, erfolgreich. Ich war bei Boots. Ich war bei Superdrug. Ich war kurz bei Primark drin, weil ich gedacht habe, vielleicht haben wir richtig cooles Make-up hier. Gar nichts. Also wirklich richtig, richtig
nichts, wo ich gesagt habe, boah, das lohnt sich. Und ich war bei Chipotle. Das ist, ich glaube, aus Amerika. Burritos. Ich habe mir so einen Drink geholt. Dashwater, Sparkling Water, infused with wonky peaches. 0 Kalorien. Guacamole, ein Burrito und Chips. So einen Hunger. Unglaublich. Unglaublich. Dieses Wetter und London ist ja auch so voll. Das hat mich richtig angestrengt jetzt. Eigentlich wollte sich die Gruppe irgendwie, glaube ich, um 19 Uhr nochmal treffen. Ist mir zu viel jetzt. Ich klebe und möchte einfach nur noch in die Dusche. Guacamole ist gut. Na, der ist leider nicht mehr warm. Und oh nein, es läuft aus. Der ist schnell. Und dann melde ich mich noch. Das war richtig, richtig lecker. Ich hätte gerne nur noch einen gehabt, weil der so gut war. Die Chips waren halt Chips. Aber das habe ich noch nie gesehen. Dash Water. Richtig, richtig lecker. Nicht süß. Also gar nicht süß. Ich hasse so Softdrinks. Mag ich gar nicht. Aber das ist wirklich Wasser mit. Als wäre der Pfirsich einmal dran vorbeigelaufen. Gegessen habe ich. Und ich wollte euch jetzt einen schnellen Haul machen. Ein paar schöne Sachen gekauft. Starten wir erstmal mit dem nicht ganz so spannenden. Das letzte Mal, als ich in London war, hatte ich so Kopfschmerzen und hatte keine Kopfschmerztabletten dabei. Und war dann bei Boots. Und habe das hier gefunden. Das sind so Kühlpacks. Die kannst du dir in den Nacken kleben oder auf die Stirn kleben. Die haben Danny neulich so gut getan. Deswegen habe ich nochmal zwei mitgenommen. Da sind, glaube ich, jeweils vier drin. Halten 8 Stunden. Und die sind wirklich richtig, richtig kühl. Ist auch gerade im Sommer super gut, ne? Also wenn du so... Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kriege Schweißattacken. Und die haben gut funktioniert. Dann habe ich noch einmal E-Bus mitgenommen für hier. Mal ja immer gebrauchen. So, dann war ich bei Boots und bei Superdrug. Ich weiß nicht mehr, wo ich was gekauft habe. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz gecheckt. Es war ganz spannend, weil wir haben ja hier Rimmel. Rimmel London ist das, was bei uns Manhattan ist. Sind eigentlich dieselben Produkte. Und Max Factor gibt es hier auch. Die haben aber andere Produkte. Das hier ist ja nun super, super spannend. Das ist das Miracle Touch Cream to Liquid Foundation. Transformative Foundation, die über der Haut gleitet für eine weichere und ebenmäßigere Complexion mit Hyaluronsäure SPF 30. Es war so ein bisschen schwierig mit den Karten, mit den Farben, ehrlich gesagt. Aber wir haben auf der einen Seite so ein Schwämmchen und wir haben auf der anderen Seite, und das ist so krass, habe ich so noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass es nach Deutschland kommt, mit Sicherheit. So eine Cream Foundation, die machst du auf. Sehr deckend sieht die aus. Riecht auch nach nichts. Und das ist krass. Das ist wie so eine Cushion Foundation, nur als Balsam. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Werde ich natürlich testen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass es das jetzt noch nicht in Deutschland gibt. Aber ich kenne ja meine Pappenheimer aus der Drogerie. Wenn es hier schon da ist, dann kommt es wahrscheinlich auch nach Deutschland. Dann habe ich von diesen 3INA, das ist Korean Skincare und Korean Make-up, die haben komplette Theke gehabt. Das ist ein Blush. Die Theke war ziemlich leer geräubert. Es sah so aus, als würde die Marke aus der Drogerie gehen. Aber sowas gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Ich gucke mal, vielleicht finde ich das und dann kann ich es euch verlinken. Was für eine wunderschöne Farbe ist das bitte. Mit so ganz leichte Glitzerpartikel mit drin. Oh Gott, okay, die sind schon sehr, sehr groß. Dann habe ich einen Color Corrector mitgenommen von Studio London. Studio London ist, glaube ich, so wie Rival de Loop. Und dann gibt es noch Collection, das ist wie Rival Loves Me. So sah es zumindest aus. Ein Color Corrector war, weil ich hier so ein Pickelchen bekommen habe, dachte ich mir, können wir das Ganze testen. Sehr wässrig. Mhm. Lässt sich aber gut verteilen. Oh, krass. Lässt sich richtig, richtig gut verteilen. Okay, wir werden es alles ausprobieren. Dann gab es eine Bronzing Cream. Oh nein, da war schon jemand mit dem Finger dran. Ich hasse das. Sehr, sehr pigmentiert. Mhm. Und das sah 1:1 so aus wie dieser Chanel Cream Bronzer. Kennt ihr den? Mit Squalan und soll der Haut einen sonnengeküssten Glow geben. Verpackung sieht ähnlich aus und selbst das hier sieht ähnlich aus. Hat auch so einen leichten Glow. Ist fast wie so eine Mousse. Ja, auch sehr warm. Aber das kann ich mir gut vorstellen, wenn man keine Foundation drauf hat oder so. Ich werde das Ganze mal testen. Der sieht jetzt so sehr, sehr warm aus. Aber vielleicht kann man den ein bisschen mischen. Okay, das war so ein kleiner Haul. Mehr habe ich nicht gekauft. Aber sollte ja erstmal für das ein oder andere Video auf jeden Fall reichen. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Hello. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe
Tatsache, wirklich ganz gut geschlafen. Es war ein bisschen laut. Ich hatte erst die Fenster auf, aber hier unten ist halt, sag ich das gleich, ist so ein Lüftungsschacht. Sehr viele Lüftungsschächte und das war mir dann zu laut. Und dann habe ich die Klimaanlage einfach angemacht. Ich habe mich jetzt einmal schon fertig gemacht. Es geht nämlich jetzt zum Frühstück. Es ist gleich 7 und wir werden um 8 schon abgeholt. Ich bin super gespannt. Ich habe gestern das Programm gelesen. Es ist sehr viel Programm, aber schaut mal raus kurz einmal. Und hier unten seht ihr diese ganzen Schächte und die ganze Technik. War auf jeden Fall eine gute Nacht. Ich bin echt früh ins Bett gegangen. Ortszeit, glaube ich, um 20 Uhr. Es war bei uns 21 Uhr, ist ja auch so meine reguläre Zeit. Aber ich bin Ortszeit um 6 aufgestanden und konnte so also ein bisschen länger schlafen. Wie gesagt, Programm wird heute sehr, sehr üppig. Die Mädels haben sich ja gestern, glaube ich, hier noch getroffen. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ich habe ganz vergessen, euch zu erzählen. Gestern, ich war ja im Superdrug oder in so einem. In so einer Drogerie und stehe da an der Make-up-Theke und höre zwei deutsche Stimmen. Und dachte mir so, ach wie schön, Mensch, deutsche Stimmen zu hören in London. Und dann so 5 Minuten später fragte eine von den zwei Mädels ganz vorsichtig, ob ich Maxim bin. Und wir haben uns so lieb über die Make-up-Theken unterhalten und was es alles gibt. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwie schon Empfehlungen haben oder so. Es war richtig, richtig schön. Ich liebe es ja, euch zu treffen in der Stadt. Gerade wenn es so spontan und zufällig ist. Und das gerade in London. Ich meine, wie viele Superdrugs hat London? 500. Und in dem einen treffe ich Günstmäuse. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Wir haben gemeinsam so ein bisschen durch die Theken geschaut und geschaut, was es alles Neues gibt. War richtig, richtig schön. Habe ich mich gefreut. Ich war jetzt einmal schnell frühstücken, habe auch schon die ersten Leute gesehen. Einige kenne ich auch so vom Sehen. Persönlich aber noch nicht. Mache mich jetzt noch einmal schnell fertig. Wetter ist schon wieder eine mittelschwere Katastrophe. Ne? Ich habe ein Leinenhemd an und so eine. Die Hose ist eigentlich ganz cool. Die habe ich von meiner Mama geklaut. Irgendwann mal. Die hatte. Ich glaube, die hat die mal bei Woolworth gekauft oder so. Das ist so eine stretchige Stoffhose. Die ist richtig, richtig bequem, aber die Taschen sind halt. Also, der hat kaum Hosentaschen. So, wir sind jetzt hier in einem kleinen Fotostudio angekommen und wir haben hier extrem viele Produkte, die wir benutzen können. Und beispielsweise, das ist ja mein absolutes Favorite und jetzt können wir ganz viel Content machen. Es ist einfach so viel, was wir hier erleben können. Wir sind ehrlich gesagt auch so ein bisschen überfordert damit, weil einfach, es ist einfach so viel. Okay, ist die Sache ganz spannend, weil wir hier wirklich super, super viele Produkte jetzt vor uns haben. Die meisten kennt ihr schon. Gerade mein absoluter Favorit, CC Nude. Wir haben, wo ist es denn jetzt? Oh Gott, hat irgendjemand geklaut. Da hinten steht dieses Snail Mucin. Ganz, 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 ganz toll gegen Pigmentflecken. Also im Prinzip alle Produkte, die ich eigentlich, also wir haben schon gerade gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie bei uns zu Hause im Schminktisch oder im Bad. Und ich probiere mich jetzt gerade so ein bisschen aus, weil es gibt ja die Möglichkeit, so Videos auch hochzuladen. Aber irgendwie hat es noch nicht so ganz funktioniert. Ich schau mal, wie es weitergeht. Hallo, Vorsicht, nicht erschrecken. Oh, was für ein Tag. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Ihr habt es ja gesehen, ich konnte dann irgendwann da nicht so viel mitfilmen, weil das einfach. Es war so voll. Es war so laut. Ich wollte eigentlich reden und euch zeigen, was wir dort gemacht haben, aber es ging einfach nicht, weil einfach. Es sind, glaube ich, 500 Leute da gewesen oder so. Aber ich habe so viel gelernt und auch. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja immer so ein bisschen ängstlich, was neue Leute kennenlernen angeht und so. Und ich habe echt ganz, ganz liebe, tolle neue Leute kennengelernt, noch Leute, die man schon mal gesehen hat. Dann einfach nochmal so ein bisschen das Kennen intensiviert. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt mal erstmal eine Maske aufgelegt, weil ich einfach, meine Haut braucht Feuchtigkeit. Ich bin so erschöpft, weil das, ich so viel, kennt ihr das, wenn man so viel lernt und so viel Input und so viel Lautstärke, dann ist man einfach so überwältigt. Deswegen habe ich mir eine Maske eben aufgelegt. Die war jetzt auch schon lange genug drauf. Ich gehe dann einfach immer mit der Maske nochmal so ein bisschen hier unter den Augen lang, dass die Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt werden kann. Und dann geht es auch gleich schon wieder los. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde Zeit oder so. Und dann werden wir wieder abgeholt und fahren in eine zweite Location, wo es dann ein gutes Abendessen geben soll.
und eventuell noch ein bisschen Programm. Bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich mache mich jetzt einmal fertig, nochmal neues Make-up auflegen und dann heute geschafft. Und morgen ist natürlich weiter. Aber ich wollte mich nochmal kurz bei euch melden, weil ich glaube, ihr habt jetzt so lange einfach nur Voice-Over oder vielleicht auch nur Musik gehabt. Aber mir geht's gut und ich bin richtig gut drauf. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich war am Anfang ja eher so ein bisschen so, nee. Es tut mir total leid, dass ihr immer nur denselben View bekommt hier, aber so groß ist das Zimmer ja nicht. Ich habe mich jetzt einmal schon angezogen, alles ein bisschen zurechtzuppeln. Make-up sitzt, wobei ich, also es ist ja keine Beauty-Veranstaltung, aber irgendwie habe ich es heute gefühlt. Wenn ihr euch fragt, Maxim, dein Dekolleté sieht so juicy aus, das ist Parfum. Unbezahlt, I wish. St. Bart, schaut mal, dieser letzte edle Tropfen. Das ist ja das Parfum ever, ever, ever für mich. Und das ist halt so ölig, dass du es auf der Haut auftragen musst. Du kannst es nicht auf die Klamotten auftragen oder halt nur auf schwarz, sonst hast du diese Ölflecken. Und ja, so langsam, also es wird jetzt auch Zeit, dass ich es langsam aufbrauche. Ich rieche wie ein Weihnachtsmarkt und ich lieb's. Ist vielleicht die falsche Jahreszeit, wobei bei dem Wetter ist es auch egal. Aber ist richtig gut geworden mit Make-up, oder? Full Face. Fast ein Full Face. Maxim Giacomo. Das war gestern wild, würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen unterschätzt, was eigentlich geplant war. Ihr habt es gesehen. Es war so laut, es war so voll und es war so viel. Und nach diesem Tag voller Input und voller... Man hat ja so viel gelernt, ne? Und wenn du dann irgendwann so ein Level erreicht hast, wo dein Kopf einfach auch nichts mehr wahrnehmen kann und deine Ohren völlig überstimuliert sind und dann auch noch so eine Veranstaltung, das war wirklich anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte wirklich echt Spaß gestern Abend. Ich bin ja sonst immer so, steht dann in der Ecke. Ich habe sogar ein bisschen getanzt, aber nicht so viel. Ja, dann haben wir probiert, irgendwie wieder zurück ins Hotel zu kommen und ich glaube, wir waren um 12 dann auch wieder hier und ich bin sofort eingeschlafen. Ich habe mich hingelegt, ich konnte mir nicht mal mehr ein Video anmachen oder so. Ich habe mich abgeschminkt, bin ins Bett und bin sofort eingeschlafen und dann auch bis zum Wecker wirklich weg gewesen. Ich war jetzt eben beim Frühstück, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und dann heißt es auch auschecken. Ich werde jetzt gleich den Koffer einmal zumachen. So ein paar Sachen haben wir ja hier mitbekommen, dass wir das einfach auch testen können. Das habe ich jetzt probiert, irgendwie alles in den Koffer zu kriegen, aber ich glaube, man sieht es mir an. Sieht man es mir an? Ich bin ganz schön K.O. Ich freue mich jetzt auch einfach wieder auf zu Hause und auf Danny und die kleinen Mäuse. Und habe ich morgen echt nochmal ein volles Programm, beziehungsweise das Wochenende. Und dann ist eigentlich bald unsere Hochzeitszeit. Es steht ja auch noch an, das dürfen wir nicht vergessen. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich jetzt einfach tierisch wieder auf zu Hause. Kennt ihr das, ne? Ich liebe es, unterwegs zu sein, aber ich war die letzten 2 Wochen, für ich sehr dankbar bin natürlich, aber einfach so viel unterwegs und kaum zu Hause und habe zu Hause auch nicht so viel geschafft, wie ich vielleicht eigentlich schaffen wollte. Und jetzt nach Hause zu kommen, heute Abend, im eigenen Bettchen zu schlafen, freue ich mich. Diese Kamera werde ich jetzt in den Koffer packen, weil mein Rucksack einfach schon so schwer ist. Und dann sehen wir uns entweder gleich nochmal dann an der Location oder dann wahrscheinlich zu Hause. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Habe ich glaube ich, erzählt, ne? Dass ich 2 Mäuse hier getroffen habe. Habe ich erzählt. Ja, und so endet meine letzte volle Woche als Junggeselle. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen, genieße das Wetter und noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe das ganze Wochenende jetzt wirklich viel geschafft noch, um einfach in den nächsten 2 Wochen einfach Zeit für uns und für die Hochzeit zu haben. Und ich hatte eine echt schöne Zeit in London. Es war super, super anstrengend, aber es tat, glaube ich, nochmal ganz gut, einfach so ein bisschen Ablenkung zu bekommen, weil ich mich sonst, glaube ich, ein bisschen verrückt gemacht hätte. Bettwäsche trocknet, dass wir, wenn wir wieder zurück von der Hochzeit kommen, ein schönes Zuhause haben
Und ich werde mich jetzt noch hinsetzen, das Gelübde finalisieren und wahrscheinlich auch schon den nächsten Vlog anfangen. Und das ist dann der Hochzeitsvlog. Da bin ich super gespannt. Da bin ich super gespannt, wie viel ich da zusammenkriege, weil ich wahrscheinlich überall rumwuseln werde. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, mich in London zu begleiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und einfach irgendeinen Kommentar da lasst. Das hilft dem Algorithmus, und da die Vlogs leider eh nicht so gut angenommen werden wie alle anderen Videos, würde ich mich da umso mehr freuen. Danke, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse von eurem noch Junggesellen Maxim.